und das reicht dann eigentlich auch schon so. Genau. Wunderbar. Dann haben wir das Offensichtliche von hier entfernt. Können unsere Schottervorräte aufstocken. Aber das machen wir wahrscheinlich von der anderen Seite eigentlich besser. Okay, und da hinten gibt es eigentlich auch noch irgendwas. Okay, eine Sackgasse. Aber immerhin. Oh. Okay. Hört die Höhle eigentlich irgendwann mal auf? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich hier habe. Aber nur so ein bisschen. So. Du kommst weg, dann kann ich hier eine Schaufel machen. Kann ich hier nochmal sagen, zack, zack. So war's. Genau, so wollte ich das haben. Wunderbar, genau deswegen wollte ich das machen, damit ich hier oben stehend komfortabel an die Ressourcen komme. Und dich. Und dann würde ich dich mal abziehen. So, dann machen wir dich. Dich. Dich und dich. Da ist noch eine Ressource. Auch gut. Da hinten geht es noch weiter. Auch erledigt. Dich da oben will ich ja noch unbedingt haben. Genau. So, und das heißt eigentlich, jetzt können wir hier den ganzen Schotter einsammeln. Und weg mit dir. Und dann geht's hier weg. Da weg. Und dort alles weg. Ja, komm, machen wir von vorne nach hinten. Bringt ja nichts zu drängeln. So, dann können wir dich mal essen. So.
Okay. So. Da bin ich gerade am Überlegen, wie wir das sinnvoll machen. So, gerade brauche ich ja die Schaufel mehr. Ich würde hier ganz gerne mal eine Lampe hinhauen. Eine Fackel, ich weiß, aber ja, das sind hier halt die Leuchtmittel, die ich zur Verfügung habe. So, schön. So, dann haben wir eigentlich das Schotterfeld so gut wie erledigt, wenn ich das richtig sehe. Wir können es ja auch lassen jetzt hier. Nicht, dass ich das möchte, weil ich ja so ein alter Hoarder bin. Also OA, Hoarder. Jemand, der Sachen anhäuft. Ah, da hinten gibt es wieder Lava-Monster. Die mag ich ja überhaupt nicht. So. Dumm-di-dumm-di-dumm. Jo, was soll ich erzählen? Eigentlich habe ich nichts zu erzählen. Schwank aus meiner Jugend. Zu lange her. Kann mich nicht mehr erinnern. Ja, zack. Ich meine, immerhin bin ich fast 12. So. Dann hauen wir da nochmal eine Fackel hin. Okay. Machen wir es halt ein bisschen stupide und langweilig. Wobei das doof ist. Weil wenn irgendeine Gefahr auftritt, komme ich nicht mehr raus. Also so Lava-Einbruch oder sowas. Und anders habe ich quasi die Möglichkeit, noch in die Mitte zu hüpfen. Und dann die Flucht zu ergreifen. Oder mir eine Lösung zu überlegen, während ich auf meiner Insel sitze. So. Gut, ja, machen wir da weiter. Machen wir da weiter. Dabei, dabei, dabei. Nächste Schaufel. Ich glaube, demnächst müsste ich mal zurück zu meiner Kiste und ein paar Sachen ablegen. Also es ist hier immer so kompliziert. Also es ist so bei diesen riesen Höhlen, das ist zwar schon spannend, aber die sind halt immer irgendwo. So. Da, da.
Okay. Theoretisch hätte es sein können, dass da Lava durchbricht. Also, nein, hätte es eigentlich nicht. Aber ich habe mir vorgestellt, es hätte ja theoretisch eine Verbindung zu diesem Lavasee da draußen geben können. Dann wäre das ein bisschen doof gewesen. So, aber bald haben wir es auf jeden Fall geschafft. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr froh. Wunderbar. Wunderbar und wunderbar. So, dann machen wir das so und so und so und so und so. Machen wir hier vielleicht auch noch mal ein Licht hin. Danke. Dumm-di-dumm-di-dumm. Und dann muss ich irgendwie überlegen, wie ich hier wieder rauskomme. Aber ich würde das wahrscheinlich einfach so machen, dass ich mich, oh, dass ich mich da irgendwie nach oben grabe. Dann werden wir schon einen Ausgang finden. Können eigentlich in die Richtung gehen. Aber in die können wir eigentlich auch gehen. Es müsste genauso klappen. Da ist ja auch schon wieder Kohle. Okay. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ich find's voll witzig. Wenn man sich überlegt, wie früher die Leute halt einfach im sich in die Berge gegraben haben, um die Rohstoffe rauszuholen, so richtig schwer, schwierig und sich dabei kaputt gemacht haben und alles. Und wir hier, och ja, wir basteln halt aus so ein paar Steinen und so ein Ding, basteln wir uns ein paar lustige Sachen und dann klappt es schon und alles ist gut. So, 1, 2, 3, das ist eigentlich fast gar nicht so blöd. Na. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. So, dann würden wir vielleicht mal wieder die Treppenstufen bemühen. Von denen haben wir jetzt aber gar nicht mehr so viele. Nichtsdestotrotz hauen wir sie einfach weg. Genau. So, dann nehmen wir dich nochmal mit und dann hauen wir dich dahin. Oh. Ah, ja. Okay, Sticks habe ich noch genug. Drei, das heißt, es wäre vielleicht gar nicht so blöd, wenn ich da jetzt schon wieder versuchen würde, voll zu machen. Kann man die nämlich genau da drauf packen. Und hier würde ich sagen, zack, 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 zack. Genau. Ja, das könnte ein Weilchen reichen. Wahrscheinlich nicht, deswegen lassen wir das jetzt erstmal so. Ich versuche jetzt aber auch nicht übertrieben irgendwie mein Inventar voll zu müllen. 1, 2, 3. Das passt ja perfekt. Das passt ja echt perfekt. So, und dann können wir da hinten jetzt eigentlich anfangen, wieder Steine zu pflanzen, um
Lava zu vernichten. Dann würde ich hier wieder sagen, okay, ey, du auf 5. Ja, shit. So war das nicht geplant. Okay, zack, 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 zack. Und so, und dann haben wir die Spitzhacke. Und dann würden wir den da hier nochmal wegmachen. Und hier nochmal sagen 5. Ui. Okay. Dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal. Können wir hier zumachen. Und so. Gut. Dann machen wir das hier mal so. Und so. Und so. Ich war gerade am Überlegen, ob ich das Lavafeld hier jetzt behalte, aber ich wüsste nicht wofür. Genau. So, und ich mach mal auch. Oh. Ja, vielleicht hat man das lassen sollen fürs Licht. Aber egal. Ah, gut, der ist auch noch verschwunden. Das freut mich fast. Dass da unten mies liegt, freut mich auch total. So, dann würde ich aber hier mal sagen. Fünf. Pam. Na gut, machen wir mal so weiter. Ich hatte vorher so ein bisschen Angst. Da hinten, den sollte ich vielleicht noch mal zumachen. Ich hatte vorher noch mal so ein bisschen Angst, dass wir vielleicht